Es erreicht immer mehr Menschen und ist seit Jahren auf dem Vormarsch, das Internet. Weltweit entstehen soziale Netzwerke, Online-Spiele, Internet-Shops. Die Möglichkeiten sind unbegrenzt. Also, was machen die Deutschen, wenn sie online sind? Als erstes wird Facebook angemacht und danach wird geguckt, wie viel Geld ich habe und dann die Mails gescheckt und je nachdem, was ich gerade googeln möchte. Also eine Informationsbörse. Ich benutze das Internet hauptsächlich, um Sachen zu recherchieren, sei es Wohnungssuche, sei es das Angebot meiner Universität oder einfach nur zum Surfen. Weil man schon gestehen muss, ist jetzt nicht die direkte Suche nach neuen Nachrichten oder das Informieren an sich geht, sondern ja, ein bisschen Zeit verplempern, mal schauen, was die Welt so tut. Ja, das wär's. Wie nutzen die 14- bis 29-Jährigen die Medien? Lange Zeit standen Fernsehen und Radio ganz oben. Vor 10 Jahren dann trat das Internet seinen Siegeszug an. Rund 2,5 Stunden verbringen junge Leute heute im Netz. Das Internet, aus dem Alltag gar nicht mehr wegzudenken, zur Gefahr wird es tatsächlich nur für ganz wenige.